Schirm an, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren. Diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Gott, habe ich wieder gute Laune heute. Diese gute Laune werde ich aber jetzt innerhalb von 30 Minuten ganz schnell abbauen, denn ich bin wieder hier in einem neuen Video mit Vive am Start. Was geht? Mal wieder kein Bock hier. Absolut, ganz genau das gleiche bei mir, Kollege. Ich mach's nur für die Views. Das Ding ist, ohne Spaß, jedes Mal, wenn wir das aufnehmen, muss ich entweder Geld ausgeben, meinen Account verschenken oder irgendeine Scheiße machen, Junge. Heute, Lukas, musst du dein Gesicht tätowieren. Freu dich drauf. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich mir einfach mein Gesicht, also von Revi, in dein Gesicht tätowieren. Leute, falls ihr noch nicht wisst, ich habe natürlich auch einen Supporter-Creator-Code. Den könnt ihr hier im Item-Shop ganz einfach hier eingeben. Revi-Zeit ist der Name. Ja, moin. Und folgt auf jeden Fall meinem Zweitkanal. Definitiv rein, meine Freunde. Denn da gibt's extrem erotische Twitch-Highlights. Super. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und wir spielen jetzt wieder eine knackige Runde, wenn ich... du wäre, Kollege. Ich würde sagen... Oh, hä? Wie machst du das? Und? Yes, Ein, oh, und... Oh? Hallo! Jetzt ich? Warum? Stell dir mal vor, so ein heulender Fisch kommt bei dir ins Zimmer rein, Junge. Ist gut jetzt, Junge. Okay, warte, was habe ich hier noch? Boah, das war perfektes Timing. Leute, wir spielen wieder eine Runde, wenn ich du wäre. Und die Wenn ich du wäre Folgen kennt ihr bereits. Der komplette Link zu der Playlist von Fortnite ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das auf jeden Fall mal auschecken. Wenn ich du wäre, würde ich die Folge mit 16.000 DPI zocken. Yes! Ja, was? Alles klar, ich stelle ganz hoch, ich stelle ganz hoch. Hallo, Entschuldigung, dass ich gerade das Video unterbreche, meine Freunde, aber ich streame heute Abend um 18 Uhr und zwar ist es ein ganz besonderer Stream, denn ich verlose ein paar richtig nice Sachen, denn ich bin heute Abend in Kooperation mit Amazon online und ab 18 Uhr geht's los, meine Freunde, ich würde mich echt freuen, wenn ihr vorbeischaut. Es gibt ein paar Headsets zu gewinnen und ein paar andere richtig nice Preise und zusätzlich noch, meine Freunde, ein paar Amazon-Gutscheine. Also checkt auf jeden Fall den Stream heute Abend hier aus Madeira aus. Ich denke mal, der gute Herr Unge, die liebe Reeft und der Halbzwilling werden sicherlich auch mal vorbeischauen, ich streame nämlich bei denen quasi zu Hause. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns gleich um 18 Uhr beim Livestream. Nicht verpassen, Amina Kolm. Tut mir jetzt schon mal leid für alle Zuschauer, die das jetzt sehen. Boah, Alter. Wahrscheinlich, Digga, das sieht aus wie, keine Ahnung, was. Oh, hier landet jemand, nein! Ja, Bro, ich bin komplett mit DPI oben, ich kann nichts machen. Ja, alles cool. Ich suche irgendwie eine Waffe. Das ist absolut eklig, was du mir antust, Lukas. Das ist wirklich einfach nur eklig. Junge, meine Hand krampft, Alter, weil ich das austangieren muss. Bin hier, by the way, bei den ganzen Portalen. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt zu mir kommen. Ey, chill mal, ich kann auch looten. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt zu mir kommen. Ey, jetzt. Junge, ich weiß nur, irgendwo hier war doch ein Portal. Vor mir Spieler. Wenn ich du mal, würde ich mir jetzt den Arsch retten können. Oh! Ich hab einen Kill. Ich hab zwei Kills. Ich hab zwei Kills. Ich weiß nicht, wie ich denjenigen töten soll, Alter. Das ist eine kartoffelte Kartoffel und trotzdem kriegst du nicht Junge, hin. Junge, das war gerade easy. Ja, du kriegst nicht hin. Als ob du mit 16.000 DP überhaupt zocken kannst. Ich hab ihn. Eine Falle! Okay, was da ist passiert genau? Ich hab's nicht genau. Kannst du nochmal sagen, was da jetzt gerade gewesen ist? Oh nein, sein Teammate kommt. Ja, komm mal lieber zu mir. Ohne Scheiß. Lauf einfach zu mir. Komm, ich hab noch 70 HP. Ich hab ne Scar. Ich hab. Ich treff den Mann schon nicht mit dieser DP-Zahl, Alter! Du hast aber gehört, die Aufgabe war für die ganze Runde. Also nicht nur für jetzt eine Runde, ne? Halt deine Fresse, Lukas! Halt dein Maul! Och, wir reden von Fortnite-Runden, hier nichts anderes. So, du bist dran, du Missgestalt, Alter! Wobei, du hast die eine Aufgabe gerade nicht erfüllt. Das heißt, ich hab ein Doppeltes, wenn ich hier wäre. Ich hab die erfüllt. Du bist nicht zu mir gekommen, Lukas! Damit hab ich dich ausgetrickst! Ja, komm, stell deine Aufgabe. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich immer, wenn ich Vive sage, rückwärts laufen. Wie lange? Also, bis ich wieder Vive sag. Der will heute richtig Stress, aber können wir gerne machen. Darf ich dir schon mal die Aufgabe geben? Vive. Weil ich merke dann... Vive! Ja, ich gehe ja schon. Ey, du hast zweimal gesagt, kann ich Vive. So, also, ganz kurz zu dich. Ja, das ist ganz gut. Ganz kurz zu dich. Okay. Hörst du das? Warte, hört man das? Nee, ne? Mein Magen knurrt. Aha. Ich glaube, ich hätte richtig Bock auf so einen Salat von Lieferando. Halt deine Schnauze. Da hätte ich jetzt mal so richtig Hallo, Lust es drauf. Geht um Fortnite-Aufgaben. Ja, aber gerade knurrt mir halt nur mal der Magen und wir haben ja hier keine Regeln. Deswegen, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt so einen geilen Salat mit Hühnchen und Soße aber extra, nicht oben drüber. Ne? Würde ich mir jetzt einfach mal über Lieferando bestellen, mein Lieber. Okay, mach ich nach der Runde. Essen for free, Digga. Vive, du musst rückwärts fliegen. Ja, wie... Ja!
Sag mal Namen! Vive, ey Vive! Ey, du kleiner Vive! Oh, kann wieder gehen. Das ist eine geile Aufgabe, Alter. Okay, ich hab noch einen, wenn ich du wäre, übrig. Das spare ich mir natürlich schön auf, Kollege. Dass du das Ganze so ehrenlos auf dieses Niveau hebst, dass ich jetzt hier Geld im Realer für dich ausgeben muss. Ja, selber schuld, wenn du mich einlädst für so Aufgaben. Ey, Gegner? Er spielt mit Raketenwerfer, du kleiner. Sein Mate! Revi! Ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Hol ihn mir! 5 AP, 3 AP! Hilf mir, 1 AP! Er ist immer noch da. Was? Dieser Bastard, Alter. Wie viel AP hat der? Hä? 2. Der hat... Hä, warum bist du von dem weggelaufen? Hä, weil ich dachte, ich könnte dich noch retten. Ich hab Hunger, das hast du schon gehört, ne? Ich bestell dir von der schlechtesten Pizzeria der Welt, ne? Ist aber egal. Das Problem ist, da wo ich wohne, hier gibt's nur eine, die liefert. Reicht jetzt? Ja, unten in der, glaube ich, aber da gibt's leider keinen Salat, mein Freund. Ach, das werde ich gleich sehen. Das werde ich gleich sehen, ob es da Salat gibt, Kollege. Nein, gibt's wenn nicht. Der schlechte Bewertung hat, bestelle ich dir da einen richtig räudigen Salat, Alter. Schwör, ich sag euch, wenn ich du wäre, würde ich mir Balenciaga Speedrunner kaufen. Aber ganz wichtig, ne? Soße extra, nicht oben drüber, weil ich Diät mache und das sonst nicht essen kann, Digga. Und wir wollen ja hier keine Lebensmittel verschwenden, ne? Digga, was für Mindestbestellwert 15 Euro? Dann werden es halt 2 Salate. Du Missgeburt! Nein! Ey! Ich hab Hunger. Dann hol mir einen normalen Salat. Nein, oder ich bestell jetzt irgendwas anderes noch, was du gar nicht essen willst. Nein, aber ich mach Diät, Digga. Das kannst du mir nicht antun. Doch, richtig. Ich bestell dir nämlich jetzt noch eine Pizza dazu. Ah, nein! Doch, Pizza Margarita. Junge, hör ohne Pizza auf. Käse extra. Ah, nee, warte mal, die ist zu günstig. Da brauche ich noch eine Pizza Salami. Komm, Pizza Salami mit Doppelkäse extra. Und du musst natürlich zahlen, ne? Also nicht auswählen, bar zahlen. Alter, du so Firmenname. Anmerkungen für das Restaurant. Bitte spucken Sie mir in den Salat. Hier steht's. Und beleidigen Sie mich an der Türe einmal kräftig. Stark! Sehr gut! Ja! Oh, das hast du nicht ernsthaft geschrieben, oder? Doch. Ich rufe deinen Sand und sag, du sollst das nicht machen. Warte, ich gebe dir noch eine billige Vorspeise dazu, die du nicht isst. Magst du Pizza Tonno? Nee. Ja gut, dann gibt's die einmal mit Doppelkäse. Dann gibt's die einmal mit Doppelkäse dazu, Nein, Kollege. Digga, mach mal keinen Thunfisch. Mach alles andere, Digga. Kein Thunfisch. Du bist auch noch wählerig jetzt hier. Du kannst froh sein, Digga, dass ich das so spiele, aber so nochmal. So Hawaii, Alter. Na, ich hab dir Salami bestellt. Ah, okay. Bitte spucken. Ey, hör auf damit, ohne Scheiß. Hör auf damit. Ich bestell da öfters, die denken, das ist behindert. Hör mal auf, ohne Witz. An der Junge, ich schwör, Haustüre einmal, da ich geistig zurückgeblieben bin. Hallo, ist das hier? Hallo, ist das hier die örtliche Notaufnahme? Ich brauche. Ey, bitte übertreib das nicht, Digga. Ich wohne in einem kleinen Ort, ihr kennt das. Zum Mampfen. So, haben wir alles geklärt. Perfekt, Essen wird bestellt. Bis gleich. Lukas, ich bin übrigens dran an der Stelle hier gerade. Okay. Lukas, wir beschränken das Ganze jetzt nochmal, vielleicht nochmal ursprünglich dem Konzept entsprechend auf Fortnite. Lukas, die ersten 6 Waffen, die du findest, wenn ich du wäre, würde ich mir die ersten 6 Waffen einfach mal droppen. Dann gebe ich dir direkt die nächste Aufgabe, Revi. Mhm. Jedes Mal, wenn ich Revi sage, musst du dich einmal im Kreis drehen. Hast du gehört? Revi. Ja. Ist okay. Das ist so unnötig, ey. Und Revi. Revi. Gut, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir tatsächlich nicht nur 6 Waffen suchen, sondern natürlich auch, ich würde sagen, 3 Kills einfach mal vorbereiten. Wie denn ohne Waffen? Ach, das ist ja dann dein Problem. Du kannst ja erstmal 6 Waffen für mich finden und dann musst du halt mit der Pickaxe draufgehen, ne? Ja, aber ganz kurz, auch während du fliegen, Revi, musst du dich jetzt drehen, Revi. Ist okay. Hier ist noch eine Waffe, guck. Hier. Ich hol sie mit, ich kann sie dir geben. Ich hab dein Team jetzt schon durch. Hier, Waffe. Ich hab sie getoppt, Shotgun. Ja, da sind noch mehr Waffen. Da liegt eine Minigun. Ich brauch sie nicht, du. Lass sie ruhig liegen. Nee, lass ruhig liegen. Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich jeden Gegner, bevor du ihn angreifst, erstmal versuchen, mit ihm zu reden und ihm die Freundschaft anzubieten. Ja? Junge, das ist eine richtig dumme Aufgabe. Für die komplette Runde, Kollege, natürlich. Es bringt aber nichts. Die hören mich doch eh nicht. Kannst ja auch mit Emotes hier reden, ne? Geht ja auch. Ich hab ein bisschen schlechte Stimmung. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach mal richtig fröhlich einmal alle meine Entchen singen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Das Format geht mir Depressionen. Oh weh. Das war ganz okay. Dankeschön. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt, während du quasi mit dem Fallschirm fliegst, Flieger, grüß mir die Sonne singen. Ich kenne das Lied nicht mal. Flieger, grüß mir die Sonne, das meine ich. Ey!
Junge, willst du aufs Maul oder was? Hey, wir können reden erstmal. Hey, hör mal auf. Da ist noch ein Gegner auf dem Dach. Hey, hallo, hallo, warte. Komm mal her. Hey, komm mal her. Kumpel. Okay, er ist im Nebenhaus. Warte, ich rede mit dem. Wir machen das so. Lukas, wenn ich du bin, würde ich den einen Typen finishen. Hey, Bro, ey, der ist hier unten. Lukas. Oder, hey, warte mal, er schießt mich ab. Wir können reden. Wo ist denn der? Wir können reden. Wir können doch reden! Er wollte nicht mehr reden. Ich hab's echt nett probiert, aber er ging nicht. Nein! Ja. Hör auf! Hör auf! Lukas! Ja. Super, hier kommt ein Gegner rein. Viel Spaß damit. Och, ich bin schon wieder am Tanzen, Alter. Gibt's ja nicht. Hab ihn. Du Bastard. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt verpissen und dem Gegner stellen. Nein! Doch! Stellen? Junge, denkst du, der ist Polizei oder was? Ja. Ja, okay, wenn du willst. Hallo? Ich gebe auf. Hier. Hier, ich gebe auf. Er guckt mich an. Ich wollte, Digga. Unter und direkt unter dir. Ja, ich habe dein Teammate noch gefinisht. Ja. Das war gut. Ja. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Ja. Oh, Lukas, deine Bestellung wurde storniert. Unglücklicherweise wurde deine Bestellung bei indischem Restaurant storniert. Warum? Keine Ahnung, steht da einfach. Hä, du musst bei, dann bestellen wir. Ne, Lukas, ich hab bestellt. Du hast nie gesagt, dass es ankommen muss. Nein, ich hab Hunger. Es ist mir egal. Hier, Leute, ganz kurz. Die Bestellung wurde hier an der Stelle, also man sieht die Karte jetzt nicht. Keine Sorge, Lukas, ne? Man sieht hier nur unglücklicherweise wurde deine Bestellung storniert. Ja, normal, wenn du so eine Schade drum. Dass die das, kann ich natürlich jetzt auch nicht ändern. Ey, ich werd immerhin. Hast du meine Nummer da angegeben? Natürlich. Hast du echt? Ja. Geh dran. Hast du nicht, oder? Doch, natürlich. Doch nicht meine Nummer. Hallo? Geh dran. Hallo? Kennst du mich noch? Das war dann wohl der Zuschauer. Aber du hast aber nicht ernsthaft meine Dinge zeigen, oder? Natürlich, Digga. Hä? Macht ja keinen Sinn, wenn ich da meine Nummer angebe. Ich bin ja gar nicht bei dir zu Hause. Ja, aber Junge, die denken dann, ich bin behindert. Ja, gut. Boah, hab ich ein Glück. Ich hab einfach das größte Glück der Welt, Lukas. Warte, ich gebe dir nur ganz kurz die Option, entweder so oder du kriegst jetzt die Aufgabe, mir was frisch zu kochen und einfach vorbeizubringen. Halt deine Das ist, Lukas, nice. Das ist eine Aufgabe und so weit entfernt wollen wir jetzt auch nicht. Ich mach's einfach so, ich überweise dir 10 Euro bei PayPal, bestell dir selber was. Ja, okay. Dann aber los. Mann, Alter, wir können echt öfters aufnehmen, so. Ich hab voll Bock da drauf. Jetzt eigentlich, wir haben hier genug schon gespielt, ne? Es ist genug passiert an der Zeit in der Stelle hier, Lukas. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt erstmal kurz meine Fortnite-Aufnahme starten und dann meinen weiteren Anweisungen bedingungslos Folge leisten. Ja, Leute. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt erstmal oben im Spind den Creator-Code Revinzeit eintragen. Okay, das ist die Aufgabe. Wenn ich du wäre, Lukas, meinen Anweisungen, okay? Wenn ich du wäre, würde ich des Weiteren jetzt erstmal für 100 Euro. Junge, du kannst dich 100 Aufgaben für 100 Euro V-Bucks kaufen und mir dann bitte oder dir selber einfach mal den kompletten Item-Shop selber mit meinem Creator-Code reingönnen. Dankeschön. Digga, das ist übertrieben. Lukas, ich habe 20 Euro für eine Fantasie-Pizza ausgegeben, die niemals ankommt. Das Geld ist ja, weg. Ja, das Geld hast du wieder. Ne, ich guck jetzt auf PayPal. Mach ja, jetzt, guck, los. Mach, das los. Ist so unnötig jetzt für 100 Euro. Das Ding ist, ich hab mir gestern noch gesagt, ich höre jetzt auf, mir so viele Skins zu kaufen. Ich habe noch 28.000 V-Bucks. Jetzt muss ich nochmal 13.000 kaufen. Und kauf dir halt die ganzen Skins. Wen hast du noch nicht hier? Creator-Tag ein. Revinzeit. So, dann nehmen wir mal ganz kurz hier Tools-Geld senden. Das Geld ist übrigens nicht zurückgekommen. Die Pizzeria hat mich einfach gescammt. Gib mir gleich mal deine E-Mail-Adresse, Lukas, dann kriegst du die 10 Euro von mir. Dann sind wir hier auch quitt für heute. Leute, die Folge, die schmeckt. Die schmeckt, das kann ich euch sagen, du. Und jetzt habe ich gemacht. Wie war's denn da? Kauf dir mal den kompletten Shop hier bitte, ne? Mit meinem Ding. Die braucht ja ein bisschen auch ein paar Pizza, ne? Stabiler Flug. Wer kauft die sowas? Komm, Lukas, ich mach 10,20 Euro draus, Digga, weißt du? Mitteilung hinzufügen, weil du ein ekelhafter Mensch bist. Schneidezahn, erfolgreich gekauft. So, Lukas, das Geld wird jetzt, wie möchten Sie bezahlen? PayPal Guthaben, das Geld geht jetzt rüber an dich. Lukas, du hast 10,20 Euro von mir bekommen, die 20 Cent gehen auf meinen Nacken. An der Stelle, meine Freunde, Lukas, vielen Dank für die Unterstützung im Fortnite-Shop, meine Freunde. Ihr könnt das genauso machen. Geht einfach mal hin und kauft den kompletten Shop mit meinem Creator-Code. Da verdient Epic Games dran und ich auch. Und dann haben wir alle eine geile Zeit und ihr habt ein paar Skins, die ihr niemals spielen werdet in eurem Leben. As get it. Leute, wenn das Video euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich küsse eure Augen, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Danke, Lukas. Auf Wiedersehen. Ciao.